Also ich war 140 Kilo vor 5 Jahren. Bei mir war das Problem einfach, dass ich zu viel gefressen habe. Ich bin gelehrter Koch und arbeite in der Küche. Und da liegen halt immer irgendwelche gute Nahrungsmittel in der Küche rum. Und es gibt immer etwas zum Schnausen und immer etwas zum Probieren. Und wenn ich mal ins Inselspital gegangen, Bauchzentrum, und habe mich nicht verlieren lassen, was man da machen kann gegen Übergewicht. Und nachher haben sie mir gesagt, also der Philipp nicht, einen Magenbypass könnten wir machen oder eine Magenschlauchoperation. Und er hat mir die beiden Sachen genauestens erklärt. Und ich habe das sehr kompliziert angeschaut. Und die haben gesagt, er soll doch einfach das machen, was er für am besten hält. Und der Philipp Nett, der leitende Arzt, hat gesagt, am besten macht man eine Magenbypass-Operation. Aber dann hat es nachher noch sehr viele Vorabklärungen gehabt. Wie zum Beispiel Psychiater, Röntgenflüssigkeiten im Körper, wie der Magen funktioniert. Röntgenbilder hat sie einstieg gehabt. Und der Psychiater, den wir schon erwähnt haben. Und nachher musste ich noch einen Sporttag machen. Und nachher hat es geheißen, ja gut, okay, ich sei diabetes. Und ich kann jetzt selber entscheiden, ob ich so eine Operation, so eine Magenbypass-Operation machen will oder nicht. Und ich habe mich nachher spontan dazu entschieden, dass ich so eine Magenbypass-Operation machen will. Weil sonst werde ich immer dicker und leide plötzlich an Diabetes und Blutzucker eben. Und Cholesterin. Gut, Blutzucker und Cholesterin ist immer noch zu hoch. Ich bin inzwischen 88 Kilo und ich sollte unbedingt noch 10 Kilo abnehmen. Besser noch 15 Kilo. Aber ich bin da einfach gehöre dann einer Risikogruppe an in der Küche. Ich tue so gerne Süßigkeiten schnausen. Oder wenn irgendwo ein Pullenbrüstchen ist, greife ich zu. Und zwischendurch tue ich halt bei dem Select-Automat noch eine Schokolade rauslassen. Was natürlich auch nicht gut ist, was viele Kalorien hat. Aber irgendwie, wenn man eine volle Woche hat, kann man nachher gut schlafen. Gut, ich werde mir jetzt angewöhnen, dass ich nur noch Cola Zero werde trinken. Milchkaffee, die tue ich beibehalten. Und einfach fettiges Fleisch, zum Beispiel Speck oder Salami und so Sachen. Auf das verzichte ich in Zukunft lieber. Und dann werde ich natürlich auch einfach ein bisschen wandern, ein bisschen spazieren, das ist auch gesund. Und ich hoffe, dass ich so noch 75 Kilo bekomme. Momentan bin ich 88 Kilo. Es sind 13 Kilo, die noch runter müssen. Aber ich werde es schon noch schaffen. Sonst tue ich halt mit dem Sport anfangen, regelmässig joggen. Oder spazieren. Das hilft ja auch schon viel. Und einfach auf Sachen von der Fritteuse verzichten, auf Speck verzichten, auf Würste verzichten. Und wenn ich Kohlenhydrate und viel Gemüse esse, Salat ohne Salatsauce ist auch sehr gesund. Auch wenn es nicht so gut schmeckt, wenn es nicht so appetitlich ist, ist es egal, aber gesund ist es. Und Nüsse ist ja auch noch viel. Hat die ungesättigten Fettsäuren. Ist auch sehr gesund. Und wirkt auch beim Abnehmen. Aber ich denke, es wird schon gut kommen. Und ich werde sicher noch ein paar Kilo abnehmen. Man kann ja beim nächsten Video schauen, wie ich aussehe. Wenn ich wieder mal einmal ein Video über meine Magenbypass-Operation werde haben. Und ich kann das nur empfehlen, weil es gibt viele Leute, die essen einfach aus Frust und wollen sich etwas gönnen und meinen es gut mit sich selber. Und dann tun sie einfach hinterbiegen, bis sie satt sind, bis sie voll gefressen sind.
Und das ist genau der Fauer. Man sagt immer nur etwas Kleines, Weniges nehmen. Vollkornbrot ist empfehlenswert. Früchte ist empfehlenswert. Und grilliertes Fleisch ist empfehlenswert. Und beim Poulet muss man tut wegnehmen. Und dann macht er das schlank. Und es gibt viele Keime, Trickli, die man abnehmen kann. Zum Beispiel mit Früchten, mit Gemüse und Butter, mit Herdöpfen. Herdöpfen ist zwar Kohlenhydrat, aber Herdöpfen allein macht nicht Fett, sondern das Butter. Der Butter und der Fett an den Herdöpfen machen Fett. Also am besten tut man aus dem Dampf in den Garen. Und nachher gerade so essen, wie es aus dem Kombinat kommt, aus dem Konfektomat. Okay, ich lasse weiter kochen. Und ich hoffe, ihr werdet auch schlank. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und schöne Grüße von Philipp Glanzmann.